Hallo in die Runde. Guten Morgen, ihr Lieben, zu diesem Ostermontag. Und da habe ich die zwei nächsten Tage, also heute und morgen, Ostermontag und den Dienstagmorgen. Natürlich den ganzen Tag, morgen den Dienstag. Und ich werde mich jetzt nicht in Tagen verheddern. Also heute und morgen. Die Energien und mich leg wieder mit. Den Karten des Feuers, dann mit Chris Walther, die Göttinnen. Und dann ziehe ich noch, welche wollte ich denn hier nehmen? Aus dem Druidcraft. Tarot. Aber beginnen wir erstmal. Da ist es. Habe hier alles hingelegt. Ich tue es mal so rum. Das Druidcraft. Gut. Jetzt geht's mal los. An diesem grauen Ostermontag. Derzeit, wir können das Wetter schon bestimmen. Das kann man astrologisch schauen. Wir haben einen Mars im Krebs derzeit und der Krebs ist mehr feucht. Und der April, also die Feuchtigkeit, es wird ja, wenn die Sonne da ist, sehr, sehr warm. Aber durch diese Regenwolken oder durch die grauen, durch den grau verzogenen, bezogenen Himmel kühlt es dann doch noch ab. Und Mars kann ein Anzeiger für Wetter sein. Und wir haben jetzt nach dem Mars, nach dem Krebs geht der Mars in den Löwen. Und dann wird es richtig anziehen an Wärme. Venus geht in den Löwen, also der Sommer, Frühsommer. Und Hochsommer sollten sehr warm werden durch die Besetzung im Löwen. Und wir haben dieses Frühjahr, empfinde ich so, als dieses langsame Angehen, war früher auch so, dass es nicht so schlagartig war, dass das Wetter von heute auf morgen gewechselt hat, von Winter auf Frühsommer, sondern dass der Frühling sich jetzt langsam entwickelt. Aber nochmal Anzeiger können wir astrologisch ausschauen. Alles klar. Jetzt ziehe ich erst die erste Karte aus dem Karten des Feuers, da haben wir den Maulwurf. Wunderbar, die Regeneration. Vahin Haya, der Maulwurf, ist die Regeneration und sagt auch, dass wir langsam, ihr seht ja, er kommt langsam ans Licht. Also es Mal, wenn wir schon jetzt beim Wetter auch noch sind, es wird jetzt anziehen. Ich habe jetzt auch meine kleinen Pflänzchen, die ich für meinen Garten vorgezogen habe, auf dem Balkon getan, weil es soll kein Frost mehr geben. Ja. Da, es geht darum, wirklich jetzt sich hochzugraben. Wir hatten ja diese Karma-Verbindungen. Altes Karma zu lösen, das ist in der Regeneration, also in dieser Karte nochmal Aussage. Es ist einfach Ruhe zu geben, sich aber der Klarheit, sich klar zu werden über die Wege, die zu bestreiten sind, ganz bewusst die Vergangenheit loszulassen. Da heißt es dann auch für mich immer, ich werde die nächste Karte ziehen, das ist sehr spannend, ist zum Beispiel auch, wenn Vergangenheit loslassen und klare neue Wege zu betreten.
heißt es auch, in neue Projekte hineinzugehen, also sich auch da einen Kopf zu machen, was möchte ich dieses Jahr anpacken und umsetzen. Die schlanken Beine meines Hundes, der jetzt genau zuschaut, was ich hier so mache. So, aus dem Göttinnen-Tarot oder Orakel, aus den Göttinnen-Orakelkarten der Chris Walther ziehe ich jetzt eine Unterstützung. Hier die Lebenskraft. Was unterstützt jetzt eben diese klare Ausrichtung, welche Kraft? Sie ist ja schön. Deine Lebensbestimmung ist zu leuchten. Geh hinaus in die Welt und sei ein Licht. Die Göttin des Himmellichts. Was für eine schöne so Karte dazu. Also hier auch das Licht ist am Aufbrechen. Das ist die Amaterasu. Das ist eine asiatische Göttin. Und die steht am Himmel, also sie leuchtet, dass die Geschichte ist bei ihr, das passt gut zum Maulwurf. Sie hat sich zurückgezogen in eine Höhle. Und da ging es dann auch wieder darum, dass sie gekränkt worden ist. Sie hat sich gekränkt, zurückgezogen und dann gab es kein Licht mehr in der Welt. Die Demeter hatten wir ja, die auch, das sind die Verletzten, wir sind in den Verletzungswochen. Also da aufpassen, was Altes, wie man das alte Karma lösen, sich nicht mehr hineintreiben zu lassen. Es geht um diese Klarheit, weil sie wurde dann von ihren Freunden und Anhängern, wie dem auch sei, die haben dann gebittet und gebettelt, dass sie wieder aus dem Rückzug einfach rauskommt und leuchtet, Wärme, Licht, alles das wieder gibt. Und das hat sie dann auch gemacht. Es geht nämlich auch nicht, sich zu rächen oder ewig zu schmollen, sondern auch dessen, wenn die Energie kommt, die Liebe, also heißt auch die Freunde und die Freundlichkeiten und das anzunehmen und seinen Gaben dann wieder zu vertrauen. Also auch da für alle, die hier sich zurückgezogen hatten und schöne Geschichten gemacht haben und haben ihre Anerkennung nicht bekommen oder wurden sitzen gelassen und bestohlen, gedemütigt. Also alles diese Verletzungen, die gewesen sind, die sind jetzt zum Lösen und die Begabung, die man hat, sind wieder zum Ausbauen. Bringt sie wieder raus, vertraut euch selber. Macht. Das sagen die Karten. Und dieses kühle Ostern war wirklich ein Rückzug, auch sich anzuschauen, wo liegt meine Kraft, was packe ich wieder an. Es gibt sogar, also es ist Gesundung, das ist alles mit drinne hier in der Regeneration, dass man in die Heilung geht, was ja schon in der letzten Woche immer wieder aufgetaucht ist in Karten, in den Tageskarten. Und jetzt schauen wir doch mal. Ich habe aus dem Druidkraft, ziehe ich noch eine aus dem Druidkraft-Tarot, was uns diese Karten noch, was da für eine Unterstützung noch drinne ist, was man tun oder was man lassen sollte. Das kann ja alles. Hier habe ich sie. Der König der Kelche. Großartig. Große Emotionen.
große Emotionen. Der König der Kelche ist natürlich, also da, dass man sich ganz, ganz bewusst ist dessen, seiner Emotionen und seinen Empfindungen. Und er auch mit im Kreativen, es geht darum, jetzt zu machen. Seine kreativ-schöpferischen Gaben fließen zu lassen. Also in den Fluss zu kommen, umzusetzen und nicht mehr, gerade das Fließende, es ist auch diese Aktion des Fließenlassens, also geht ja auch, dass da die Heilung drin ist, also in unseren Empfindungs-, Gefühlswelten ist die Heilung mit drinne, also lasst es alles raus, also mit dem König der Kelche ist man ein aktiver Künstler. Also auch da in Schreiben, Poesie, einfach Gedichte schreiben oder aufschreiben jetzt, ne? Da ist ja ans Licht kommen, aufschreiben und sich pflegen. Sich selbst pflegen. Ihr habt es ja gerne auch da, ist auch immer dieses, auch in diese Zärtlichkeiten hineingehen, partnerschaftlich. Und es ist ein Ohr da, der König der Kelche ist da, also hier partnerschaftlich sollte es eigentlich so sein, jetzt in den nächsten 2 Tagen, dass das Gegenüber auch aufnahmebereit ist und empathisch. Der König der Kelche ist ein großer Empath. Gut. Dann habt es wohl, habt es fein und bis zum Mittwoch. Satnam.